Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Die Strahlener direkt mal mit dem Ball gewinnen. In Gelb von links nach rechts mit diesem Außenrisspass von Vicario. Wenn man bedenkt, dass Viktor Meier in Anführungszeichen nur 1,82 groß ist, also jetzt auch nicht der groß gewachsene Stürmer, dann sagt das schon was aus über die Flankenqualität von Phil Halbau. Jetzt versucht Fischer aber mit der Flanke und das ist überragend gemacht. 1:0 SV Lippstadt. So einfach kann es gehen. Viktor Meier, sein 9. Saisontreffer. Viktor Meier kriegt nur Geleitschutz. Halbauer. Flanke ist nochmal gut und Meier mit der nächsten Chance. Monsters. Heller. Päfken hilft. Päfken rechtzeitig am Ball. Aber da können sie nicht mehr draus machen. Gute Chance. Multikulturell. Und da muss man natürlich auch kommunikativ erstmal eine Ebene schaffen. Halbauer. Halbauer! Klasse Parade von Paris. Verständnis da ist für den Mitspieler und das bei einem so variablen System. Also was das angeht, alle Achtung, SV Lippstadt. Halbauer. Die nächste Flanke für Meier und schon wieder wirft er da den Kopf rein. Gibt Abstoß. Aber bislang hat der SV Lippstadt alles im Griff. Ortmann. Idee war schön. Halbauer. Kein Foulspiel. Halbauer! An den Pfosten. Super Chance. Almeroth. Gut antizipiert. Meier. Links wieder Halbauer. Halbauer! Wieder Paris. Er kann es nicht fassen. Mit nur noch einem nominellen Innenverteidiger, nämlich mit Barraza. Also ob das gut geht. Also Castrati geht jetzt volles Risiko. Miyamoto, Handspiel gepfiffen. Und damit gibt es Elfmeter. Mitspieler zeigt an, er schießt nach links. Viktor Meier. Verwandelt zum 2:0. Ein klasse Elfmeter. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Super platziert. Nichts zu halten für Paris. Möller. Halbauer, nächste super Flanke. Ortmann kommt noch an. Ortmann! Und Paris dazwischen. Also Yamada da mit hohen Bällen zu schicken, das ist eine interessante taktische Idee. Dafür ist der Japaner eigentlich nicht groß genug. Dünnwald Turan. Aber solche Pässe können ankommen. Yamada. Und Ball noch im Spiel. Monsters. Da steht keiner. Ndiaye. Schöner Pass für Heller. Halbauer hat inzwischen Geschwindigkeitsvorteile. Aber Doppelpass gelingt. Teller und Yamada! Das ist der Anschlusstreffer für den SV Strahlen. Und wir können uns den ganzen Konter nochmal anschauen. Ndiaye schaltet schnell. Heller merkt, dass er da so nicht vorbeikommt. Schaltet nochmal den Gang zurück. Mit Cirillo im Doppelpass, das war super gespielt und der Pass in die Mitte ist dann überragend. Also der Japaner zeigt seine Qualität und auch der SV Strahlen merkt, mit flachen Bällen kann man ihn gut anspielen. Dünnwald Turan versucht's direkt. Da ist jetzt Feuer drin. Auf seinen Zwilling, Vorteil, Miyamoto. Das macht er klasse. Miyamoto und Monsters. Ball noch heiß. Heller. Heller gefoult von Balkenhoff. Das gibt Elfmeter.
hat bei seinem ersten Einsatz einen Elfmeter verschuldet und dann gehalten. Und jetzt gegen Dünnwald Turan macht er es wieder. Es ist nicht zu fassen. Oh, Platz jetzt für Halbauer. Phil Halbauer! Das gibt es einfach nicht. Kein Handspiel, sagt der Schiedsrichter. Überlegt kurz. Und jetzt die Konterchance. Cirillo. Bleibt dran. Yamada. Ist das spannend jetzt? Monsters. Versucht's direkt. Sympathisch. Düsterhus ordnet sich jetzt aber Mittelfeld mit an. Toller Ball für Meier. Meier! Ein Wahnsinnstor! Und jetzt machen sie es. Viktor Meier mit dem Dreierpack. Und jetzt ist es soweit. Nochmal die Wiederholung. Hinschauen und genießen. Ofuk mit dem Ball und Viktor Meier unnachahmlich. Ein klasse Tor. Vielleicht nochmal mit der Abschlusschance, wenn er da irgendwie den Raum findet. Tut er nicht mehr. Und dann bleibt es dabei. Der SV Lippstadt 08 gewinnt verdient mit 3:1 gegen den SV Strahlen. Und einer, ich hoffe, wir können mit der Kamera mal kurz auf ihn zoomen, der inzwischen schon sitzt, der sich das sowas von verdient hat. Viktor Meier, der Spieler des Spiels mit einem Dreierpack. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.